Ruderboote. Die wohl größte Neuerung in Forsaken Shores nach der neuen Region Devil's Roar. Sie werden das Spielgeschehen komplett verändern, weil wir schneller von Inseln abtransportieren können. Und alles, was du über die Ruderboote wissen musst, siehst du in diesem Video. Gehen wir erstmal der Frage nach, warum sie jetzt mit Forsaken Shores kommen. Naja, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären, denn mit der neuen Region Devil's Roar bekommen wir ganz neue Gefahren, die das Schiff an einer Insel erwarten, wie zum Beispiel enorm große Felsbrocken, die von Vulkanen ausgestoßen werden. Um das zu verhindern, dass unser Schiff davon Schaden kriegt, können wir unser Schiff jetzt weiter wegparken und mit dem Ruderboot einfach hineinpaddeln. Wenn wir nach dem Release von Forsaken Shores ins Spiel joinen, werden wir nicht automatisch ein Ruderboot bei unserem Schiff haben. Diese werden nämlich am Strand angespült und wir müssen sie erst zum Schiff bringen und anbringen. Sie sind also eigentlich temporäre Gegenstände, die, wenn sie Schaden bekommen oder wir sie verlieren, wirklich einfach weg sind und nicht neu spawnen. Auch wichtig zu wissen ist es, dass diese Ruderboote nicht reparierbar sein werden. Das bedeutet, wenn sie von irgendeiner Kanonenkugel oder einem Felsbrocken getroffen werden, dann ist das Schiff so gut wie untergegangen und verloren. Ob wir dann noch die Möglichkeit haben, es zumindest kurz über Wasser zu halten, indem wir regelmäßig Wasser rausschippen, ist bisher aber leider noch nicht bekannt. Eine Frage, die viel gestellt wurde, war immer, werden sie an allen drei Schiffstypen, also an Galeone, Brigantine und Schaluppe verfügbar sein? Und das ist ein definitives Ja. Wir bekommen sogar schon Hinweise aus dem Artbook, wie es an der Galeone angebracht werden wird, nämlich am Heck. Wir haben auch im Entwicklervideo gesehen, wie es an der Schaluppe angebracht wird, ebenfalls am Heck. Und ich gehe davon aus, dass es an der Brigantine ähnlich wie bei der Schaluppe einfach hinten dran geklatscht wird. Jetzt aber zu den Ruderbooten an sich. Wir wissen mittlerweile, dass nur eine Person die beiden Paddel in der Hand halten wird, wie wir es ja im Forsaken Shores Trailer gesehen haben, und die anderen werden ihm gegenüber sitzen. Dort können dann bis zu drei weitere sitzen. Die Frage bisher ist aber immer noch, ob wir auch während der Fahrt aufstehen können. Ich gehe aber mal stark davon aus. Aber selbst wenn nur eine Person paddelt, sind die beiden Paddel einzeln bedienbar, um natürlich besser zu manövrieren. Und wir können diese ebenfalls in den Boden rammen, um eine schnellere Wende zu vollziehen. Eine weitere neue Erkenntnis ist es, dass die Ruderboote eine Lagerkiste an Bord haben werden, wo wir Ressourcen drin lagern können. Diese wird 12 Plätze haben, wie auch ein normales Fass. Und darin können wir Holz, Bananen und Kanonenkugeln natürlich lagern und dann eben auch viel schneller viel ans Ruderboot und dann zum Schiff bringen. Von der Slotanzahl unterscheidet sich das eigentlich gar nicht von unserem normalen Inventar. Das heißt, davon müssten wir eigentlich genauso viel mitnehmen können. Jedoch haben wir im Ruderboot nicht die Limitierung, dass man nur 10 Kanonenkugeln pro Slot benutzen kann, sondern dort können auch wieder 99 rein. Und was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, wir können natürlich auch unsere Schätze mitnehmen und einfach aufs Ruderboot stellen und somit das alles ganz schnell zu unserem vielleicht etwas weiter entfernt parkenden Schiff bringen. Damit dürfte uns das Looten generell natürlich einfacher fallen und ich glaube, dass gerade das Looten von Raids dadurch sehr enorm beschleunigt werden könnte. Was sagt ihr zu den Ruderbooten und auf was aus Forsaken Shores freut ihr euch am meisten? Mehr auf die Region oder mehr auf die Ruderboote? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wenn du mehr Sea of Thieves News, Gameplay, Tipps, Livestreams und Spekulationen sehen willst und natürlich einen Forsaken Shores Release Stream, dann abonnier doch gerne meinen Kanal, denn hier bekommst du täglich neue Inhalte rund um Sea of Thieves. Wir sehen uns auf den Weltmeeren, wenn der Wind wieder richtig steht. Ahoi!